Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, Damen, Herren und Verwandte des Unverwandten. Ja. Oh. Wir sind jetzt hier im Menü. Man muss sagen, ich habe mich gerade wahnsinnig auf diese Aufnahme gefreut. Ich sitze gerade mit ein Grinsen vor dem Rechner. Ich hoffe sehr, dass es mir mit Aufnahme nicht abschmiert und dass meine FPS-Einbrüche nicht zu groß sind. Ich habe nach wirklich... Hier sind übrigens meine ganzen Welten, die ich momentan so besitze. Ich habe auch noch die ganzen The Ever-Welten und so. Ihr seht hier alle, weil falls wir mal The Ever wieder spielen sollten. Hier so. Ich habe es wirklich 2 Jahre lang versucht und ich habe es endlich geschafft. Und bitte lass jetzt alles funktionieren. Komm schon. Moment, da machen wir mal ganz kurz. Wir machen mal ganz kurz eine LAN-Welt auf. Das muss ich einfach mal zeigen. Das muss ich einfach mal zeigen jetzt. Ich habe es endlich geschafft, mir den Sonic Shader Mode zu installieren. Nach jahrelang. Ich habe wirklich 2 Jahre lang versucht, mir diesen Modus zu installieren und es hat nicht geklappt. Früher ging es nicht, weil ich eine AMD-Grafikkarte habe und die unterstützt den Shader-Mode ja nicht. Und dann war es wahrscheinlich nur Dummheit. Tja, und wir haben endlich den Shader-Mode. Ich freue mich mega, den auszutesten jetzt. So, ich gehe mal wieder runter. Dann gehen wir in den Game-Mode. So. Ja. Nachts ist es ein bisschen dunkel jetzt. Ich guck mal ganz kurz, wenn ich die Grafikoption auf 80 stelle. Ja, dann sollte das hinhauen jetzt. Dann mach ich mir mal eine Fackel hin hier. Dann bringen auch die Fackeln jetzt richtig was. So. Genau. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, mich hier so irgendwo hinzustellen. Machen wir hier noch eine Fackel rein, da und da noch eine. Brauch eh Holz, gell? Ah, ich bin mega zufrieden mit dem. Und es ist sogar in diesem Shader Pack, was ich mir runtergeladen habe, ist sogar der Water Shader mit drin, der beste. Also, liebe Freunde, ich stehe halb vor einer einem Zusammenbruch meines geistigen Gehirns. Dann gehen wir mal nach unten. Problem ist, ich darf das Texture Pack nicht ändern. Wenn ich das Texture Pack ändere, schmiert mir sofort Minecraft ab und hat out of memory. Aber ganz ehrlich, ich habe endlich Shader. Schaut euch das an. Es ist einfach zu geil. Ich weiß, viele von euch haben sich das jahrelang von mir gewünscht. Siehst du, mach doch mal den Shader rein. Bitte lieber never. Wir wollen ihn unbedingt mal sehen. Und ich habe es jetzt wirklich tatsächlich geschafft, endlich. Oh, ist das geil. Da kommt echt vollkommen neues Spielgefühl hoch. Ich freue mich jetzt schon. Ich werde nie wieder was an meiner Minecraft-Datei ändern. Wir werden den Rest unseres Lebens in der 1.72 verbringen. So. Wir brauchen neues Holz. Wir schauen mal, ob hier hinten noch Bäume sind, die man abernten kann. Die Pilze lasse ich erstmal stehen, die können wir uns später irgendwann mal zu Pilze bearbeiten. Hier, wir haben auch den super Wasser-Shader drin. Ah, freue mich mega. Ich hätte nicht gedacht, dass mein PC das mal hinkriegt. Ja, jetzt werden die ganzen Achievements natürlich neu freigeschaltet. Warum auch immer, ich habe die Welt ja eigentlich gar nicht gelöscht. Ah, ich habe die Minecraft-Ordner gelöscht gehabt. Ah, okay. Gut. Hier sind keine Bäume mehr. Ich werde einfach mal alles baumlos machen komplett. So. Dann geht's hier weiter. Hier haben wir auch noch ein paar Bäume. So, dann haben wir hier noch was.
Ich habe auch, ich weiß nicht, ich habe immer noch keine Vorstellung, wie ich die Bäckerei machen soll, wie die aussehen soll. Bin da wirklich sehr ratlos. Und ich werde mich jetzt auch um was anderes erstmal kümmern. Ich mache doch nicht die Bäckerei, es tut mir leid, liebe Freunde. Also, ja. Denn ich hab da jetzt noch was ich unbedingt ändern möchte. Ich habe nämlich das Gefühl, wir werden sonst mal sterben. Und zwar werde ich jetzt diesen Abgrund hier verglasen. Wir werden uns, oder machen wir so, wir machen die Bäckerei und brennen uns nebenbei das ganze Glas für den Abgrund hier. Und ich werde diesen ganzen Abgrund hier verglasen. Weil ganz ehrlich, uns liegt sie sonst irgendwann mal mordsmäßig auf die Fresse, wenn wir das nicht machen. Oder? Hab eine andere Idee, warte mal. Man könnte ja rein theoretisch. Habe ich hier nicht zufällig zwei Eisen dabei? Ne, habe ich nicht. Ich dachte, das ist ein Goldapfel. Wollte gerade schon sagen, oh mein Gott. Da sind auch noch Bäume. Auch hier ist noch ein Baum. Wie ist das jetzt hier mit denen? Also den können wir auf jeden Fall noch wegmachen hier. Den stört auch keinen. Der kann eigentlich so bleiben, wie er ist. Da hinten wollen wir sowieso, also hier müsste ja theoretisch eigentlich alles noch aufgefüllt werden mit Erde. Das natürlich nicht. Ist so geil, dass die Blöcke anfangen zu leuchten, wenn man die abbaut. So. Also theoretisch gesehen muss ja alles komplett einmal hochgebaut werden noch. Mache ich jetzt hier um den Abgrund mal ganz kurz herum. Ja, das ist einfach so. Nehmen wir mit. Brot können wir immer gebrauchen. Hier, da steht ein Schaf. Tut uns nicht zur Sache, aber da steht ein Schaf. So. Ich glaube, sie machen mich noch gar nicht. Ich glaube, ich werde nie einfach so. Ach. Guck mal. Das Haus ist ja auch eins zu tief. Ah, das ist ja natürlich jetzt mega doof. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht, dass das ganze Haus ein zu tief ist. Und dass das gar nicht anders geht. Aha. Lol. Dann machen wir das jetzt ganz anders. Und zwar werde ich dann jetzt ganz einfach... Ich frage mich gerade, warum der...
Dings nicht arbeitet, ja. Eine Mod, aber ich werde auch nicht seine Minecraft-Charts umstellen. Also ganz ehrlich, da könnt ihr mich zum Teufel jagen, da werde ich gar nichts mehr umstellen. Maximal werde ich das wieder umstellen, wenn jetzt die Wassertempel dann hinzukommen irgendwann. Ansonsten könnte mich da echt zum Teufel jagen. So. Das kommt jetzt ordentlich wieder weg. War natürlich mega unsinnig, wenn ich jetzt... Ich habe ja nicht daran gedacht, dass das Haus ja auch ein tiefer sitzt. Dann würde ich sagen, passt das da drüben so? Da wird dann von da drüben hier rüber eine Brücke gezogen. Muss ich das wirklich zumachen? Brauche ich die Schlucht hier unten? Eigentlich brauche ich sie ja nicht, ne? Müsste ich wirklich... Das müsste ich wirklich sehr tief zu machen. Damit das was wird. Ich glaube, ich werde es verglasen. Soll ich es verglasen? Soll ich die ganze Schlucht verglasen? Werde das unnatürlich aussehen oder soll ich die vielleicht... Ich bin überlegen, ich hole eine Weile mal hier die restliche Erde noch rein, die wir noch dabei haben. Wenn ich es verglase, sieht es unnatürlich aus. Wenn ich es verschließe, ist auch schade eigentlich. Weil es ja doch irgendwie ziemlich cool ist, so eine Schlucht hier in deinem Haus zu haben. Und zudem hast du das Problem... Das Verschließen würde erstens ewig dauern, zweitens, wenn da so ein Creeper explodiert und du stehst da drauf und denkst nicht mehr dran, dass da mal eine Schlucht war. Ja, ne, dann war es das auch für dich. Es wird schon wieder dunkel. Ich platziere hinten mal ein paar Fackelnetze. Oh. Schon wieder oh. Wo steht da eigentlich noch ein Baum? Ich mache jetzt erstmal einen Busch drumrum. Muss ich doch wirklich sehr viel... Aber man ist sogar richtig gezwungen, jetzt zu schlafen zu gehen nachts. Und sieht man ja gar nichts mehr. Ist aber auch okay. Habe ich kein Problem damit. Es scheint Wasser zu sein, okay. Wo ist denn der Eingang? Hier. Gehen wir mal seit langem mal wieder hier schlafen, das ist ja auch kein Problem. Ah. So.
Er wollte es wahrscheinlich auch noch zumachen. Ganz ehrlich, dieses ganze Riesenstück hier hinten noch komplett zusammenbasteln und zu einer Welt machen. Wir haben so einen Riesen... Wir haben so viel erreicht in der letzten Folge, das ist echt krass. Ich freue mich aber mega darüber. Ich weiß nicht warum, aber ich freue mich übelst stark darüber, dass wir so viel erreicht haben in den letzten Folgen. Der fliegt auch weg jetzt hier. Oh. Steht mir auch nur im Weg. So. Frag mich halt gerade, ob wenn ich das mit Busch abschließe, ob ich das dann vielleicht so lassen kann, dass man dann gar nicht in die Versuchung kommt, da runter zu fallen irgendwie. Dann mache ich jetzt einfach mal, Moment, wir machen einfach mal eine Kiste. Dann craften wir uns daraus mal... Sollte reichen. Dann hier noch ein bisschen. So, dann haben wir hier vielleicht noch davon welche. Dann würde ich einfach hier mit einer Brücke beginnen. Muss gar nicht so groß sein, aber sollte schon gut aussehen. Moment. Nein! Schokolade.